Herr Schäuble, die meisten Bürger in Deutschland und Frankreich meinen, über die Milliardenkredite des Rettungsfonds EFSF an die Krisenländer der Eurozone würde den Menschen dort geholfen. Aber dient dieses Geld nicht nur dem Zweck, die Schuldnerländer und ihre Banken zahlungsfähig zu halten, damit sie Zins und Tilgung an ihre privaten Geldgeber zurückzahlen können? Nein, ich glaube, es wird schon mittelbar den Menschen geholfen. Das Gefühl, ja, man bedient ja nur die Gläubiger. Das ist zwar auf der einen Seite richtig, aber es ist eben die Voraussetzung dafür, dass die Wirtschaft funktioniert. Haben wir kein Geld, haben wir keine funktionierenden Banken, haben wir keinen Austausch, nicht? Wenn man kann weder Brot noch Reisen noch irgendeinen Lohn, nichts bezahlen. Und deswegen ein funktionierendes Finanzsystem ist die Voraussetzung für alles Wirtschaften. Mhm. Aber waren es nicht überwiegend Investoren und Banken aus Deutschland und Frankreich und den anderen heute sogenannten Geberländern, die in den späteren Krisenstaaten den ungesunden Boom finanziert haben? Nein, das kann man so auch nicht sagen. Das sagt zwar jeder, der zu viel Schulden hat, auch im Privatleben, dass eigentlich diejenigen schuld an seinen Problemen seien, dass sie ihm, die ihm Geld geliehen haben. Aber in Wahrheit hat eben einer mehr ausgegeben, als er eingenommen hat. Und daraus sind die Probleme. Wir Menschen neigen dazu, die Ursachen unserer Probleme nicht bei uns selber, sondern bei anderen zu suchen. Genau deswegen sagen wir ja, damit wir nicht Fehlanreize geben, wir helfen, wir müssen helfen, auch im eigenen Interesse. Mhm. Aber es geht immer nur, wenn gleichzeitig die Ursachen der Probleme, die wirklichen Ursachen, beseitigt werden. Und das heißt eben Auflagen oder Conditionality, wie wir jetzt neudeutsch sagen. Das heißt, die Länder müssen ihre Probleme in der Finanzpolitik, in der Wirtschaftspolitik lösen. Sie müssen wettbewerbsfähiger werden. Wer eben in dieser Welt der Globalisierung, wo der Wettbewerb unheimlich hart ist, schauen Sie doch, wie stark der Wettbewerbsdruck von China ist. Wer dann zu teuer ist oder nicht wettbewerbsfähig in seinen Produkten, der verdient nicht das Geld, das er braucht, um Öl einzukaufen oder um reisen zu können oder was immer. Und deswegen sagen wir, es gibt Hilfen, aber Reformen in den Ländern sind die Voraussetzung dafür. Indem wir die Überbrückungskredite geben, retten wir doch auch uns selbst oder genauer gesagt die deutschen, französischen, britischen, Schweizer Investoren. Ja, uns selbst, weil wir alle davon abhängen. Deutschland, ich kann mehr von Deutschland als von Frankreich reden, das können meine französischen Kollegen besser. Deutschland, der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands, unser Lebensstandard, unsere soziale Sicherheit hängt ganz entscheidend davon ab, dass unsere Wirtschaft auf den Exportmärkten erfolgreich ist. Haben wir Probleme im Euro und leidet unsere Wirtschaft darunter. Das heißt, die Hilfe, die wir anderen geben, nützt auch uns selbst. Das ist das Prinzip, wie Europa funktioniert. Jeder glaubt zwar immer, er macht sei nicht mehr für die anderen. Das ist alles Unsinn. Mhm. Wir investieren in unsere gemeinsame Zukunft. Frankreich handelt in seinem eigenen Interesse, wenn es genau wie Deutschland dazu beiträgt, dass der Euro stabil bleibt. Mhm. Aber ich mit dem uns selbst retten meinte ich schon auch, dass ein erheblicher Teil der Überbrückungskredite, die wir geben, doch eigentlich indirekt dann gleich wieder zurückfließt in die Geberländer, weil da die Investoren sitzen. Noch einmal, wir hatten das ja in der Finanz- und Bankenkrise erlebt. Die hatte ihren Ausgang in den USA, nicht Lehman Brothers. Mhm. Sie erinnern sich, wenn damals, und es war nahe dran, das Finanzsystem zusammengebrochen wäre, wenn die Banken sich gegenseitig kein Geld mehr geben, dann fallen wir zurück in die Tauschwirtschaft. Dann sind alle Menschen sofort arbeitslos, weil niemand kann mehr... Er wird noch Menschen beschäftigen. Und dann kann man zwar sagen, wir zahlen nur das Geld an die Gläubiger, an die Finanzinvestoren oder was weiß ich, aber am Ende beschädigen wir uns selbst. Es wäre wie wenn die Stromversorgung zusammenbricht. Stellen Sie sich mal vor, eine Stadt oder ein Dorf oder ein Haushalt ist 24 Stunden ohne Strom. Wir sind heute so sehr davon abhängig, dass die Infrastrukturen funktionieren und ein funktionierendes Finanzsystem ist eine notwendige Voraussetzung für unsere Wirtschaft heute. Wenn wir die Beispiele Irland und Spanien nehmen, dort waren es ja nicht die Regierungen, die schlecht gewirtschaftet haben, sondern Banken und Immobilienkonzerne. Und die bekamen ihre Kredite überwiegend von Banken und Anlegern aus Deutschland und den anderen Euro-Staaten. Tragen diese Investoren nicht doch auch wesentlich Mitverantwortung für die dann eingetretene Überschuldung? Doch, deswegen suchen wir ja auch nach Regelungen, dass diejenigen auch ihren Anteil tragen. Nicht? Wir wollen ja mit dem Geld der Steuerzahler nicht in erster Linie diejenigen retten,
die zuvor viel Geld verdient haben. Das nennt man übrigens in der modernen Sprache der Ökonomen Moral Hazard. Nicht? Ja. Das Risiko, die Chancen nützen sie selber, aber die Risiken, wenn sie dann ganz groß sind, die gehen dann an die Steuerzahler. Das ist nicht in Ordnung. Nur, es bleibt dabei, wenn aus welchen Gründen immer das Finanzsystem zusammengebrochen wäre. Weil wir haben das ja in den 30er Jahren oder in den späten 20er Jahren im vergangenen Jahrhundert erlebt, wo nach dem Zusammenbruch einer Bank plötzlich die ganze Weltwirtschaft kollabiert ist. Dann kann man wohl sagen, ja, das waren nur die Gläubiger der Notenbank, die war die erste, die zusammengebrochen ist. Aber dass dann Millionen und Abermillionen Menschen arbeitslos waren, hungern mussten ihre Kinder, das war dann die Folge. Und da muss verantwortliche Politik darf nicht sagen, ja gut, das sind ja andere schuld, sondern die Politik muss dafür sorgen, dass die Infrastruktur erhalten bleibt. So wie die Stromversorgung muss das Finanzsystem erhalten bleiben, damit die Menschen weiterhin wirtschaften können. Dass Unternehmer, Arbeitnehmer einstellen, dass Löhne bezahlt werden, dass man mit Löhnen sich was kaufen kann. Ja, also das bisherige Verfahren, jetzt jedenfalls in den Fällen Irland und Spanien, führt ja dazu, dass diejenigen, die schlecht investiert haben, trotzdem heil rauskommen. Nein, da wird doch im Grunde ein privates finanzielles Risiko auf die öffentliche Hand übertragen. Nein, in Irland haben Banken schon sehr viel Geld auch verloren. Wir haben ja auch Banken geschlossen. Und in Spanien ist auch ein Restrukturierungsprozess im Gange. Ich kann es von Deutschland sagen. Wir haben in Deutschland ja zum Beispiel die Westdeutsche Landesbank. Die hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Das waren gar nicht private. Ja. Das war ein öffentlich-rechtliches ein Institut der Sparkassen. Die wird inzwischen abgewickelt, weil sie so schlecht gewirtschaftet hat, dass sie gar nicht mehr erhalten werden konnte. Also es bleibt ein Stück ungerecht. Da ist schon etwas dran. Aber Politik darf sich nicht nur darauf beschränken, zu sagen, das geschieht denen gerade recht und jetzt werden sie bestraft, sondern wir haben immer eine Verantwortung für die Menschen, für alle. Und noch einmal, ohne ein funktionierendes Finanzsystem gibt es keine funktionierende Wirtschaft. Und dann werden alle Menschen arbeitslos und leiden Not. Und das kann nicht politische Verantwortung sein. Das Problem für viele Bürger und auch für mich als Journalisten besteht darin, es wird häufig gesagt, also wenn wir jetzt diese Bank und ihre Gläubiger nicht retten, dann bricht das ganze System zusammen. Aber wenn man dann fragt, ja, wer sind denn die Betroffenen? Also wer genau hat denn in dieser Bank falsch investiert? Wer würde denn jetzt richtig Geld verlieren, wenn man die Bank insolvent gehen lassen würde? Das bleibt dann immer geheim. Also der Beleg dafür, dass wirklich die große Katastrophe eintreten würde, wenn, den kriegt man nie geliefert. Na doch, 2008, 2009 waren wir unmittelbar am Rande gestanden. Das sind die Bankkunden sind alle zu ihren Banken gegangen in Großbritannien, sind Schlange gestanden. Sie haben die Bilder im Fernsehen gesendet. Bei der einen Bank, bei Northern Rock. Na ja, aber das steckt dann die eine die anderen an. Das kennt man ja. Und um diesen Prozess, um das nicht eintreten zu lassen, damit dann alles zusammenbricht, muss man handeln. Also das ist schon, wenn eben die Menschen nicht mehr trauen, dass ihr das Geld, das sie bei ihrer Bank haben, weil der Lohn auf das Konto überwiesen wird, weil sie ein bisschen was gespart haben, wenn sie alles abrufen, dann ist die Bank nicht mehr zahlungsfähig, dann ist sie nicht mehr liquide. Wenn die eine Bank nicht mehr liquide ist und kann nicht gerettet werden, dann steckt sie die andere an, weil die Banken ja untereinander verknüpft sind. Und dann entsteht dieser Prozess und der geht ganz schnell. Das kann passieren wie eine Lawine, die dann plötzlich alles zu Tal reißt. Und das zu verhindern, ist 2008 gelungen. Und damit wir nicht noch einmal in eine solche Situation geraten, versuchen wir jetzt schon, den Euro zu stabilisieren. Aber es ist ja eine Sache, sozusagen die normalen Einleger und Kontoinhaber zu schützen und eine ganz andere Sache, die großen Investoren in Bankanleihen und Schuldverschreibungen von aufgeblähten Banken zu retten. Die könnte man doch wenigstens an den Kosten der Sanierung beteiligen. An den Kosten der Sanierung kann man sich schon beteiligen, das machen wir auch. Wir haben in Deutschland ein Restrukturierungsgesetz geschaffen im Vorgriff auf eine europäische Regelung. Danach müssen die Banken in einen Fonds einbezahlen. Wenn beim nächsten Mal eine solche Krise kommt, dann wird zunächst die Mittel aus diesen Banken selber, aus diesem Fonds selber genommen, um zu restrukturieren. Aber beim letzten Mal hatten wir einen solchen Fonds nicht und man musste dann trotzdem retten, damit nicht die Katastrophe eintritt. Mhm. Die sollen schon beteiligt werden, soweit das irgend möglich ist. Aber noch einmal, das Entscheidende ist, die Politik muss dafür sorgen, dass die Wirtschaft nicht zusammenbricht, weil Not und Elend, Arbeitslosigkeit für viele Millionen Menschen, das kann doch niemand verantworten. Aber damit die Bürger und auch die Parlamente informiert darüber entscheiden können, müsste man doch eigentlich wissen, wer sind denn eigentlich diese Gläubiger, die da gerettet werden? Naja gut, wissen Sie, die Gläubiger... Das liegt immer so im Dunkeln. Nein, schauen Sie, wir haben ja weltweit sehr verflochtene Finanz- und Kapitalmärkte.
wenn die Deutschen, nehmen wir zunächst einmal die Deutschen, die zahlen Lebensversicherungsbeiträge. Sie haben wahrscheinlich vielleicht auch eine private Lebensversicherung. Ich bin nicht mehr in dem Alter, wo man eine hat, aber ich hatte auch. Die Beträge werden von der Lebensversicherungsgesellschaft angesammelt und werden angelegt auf den Finanzmärkten. So werden die Lehrervereine, das ist ein berühmtes Beispiel in Amerika, die haben Pensionsfonds. Diese Pensionsfonds sammeln Beiträge von den Lehrern, zahlen denen die Renten, legen zwischendurch das Geld auf den Finanzmärkten an, weil sie natürlich dafür Zinsen oder Renditen erwirtschaften wollen, damit sie mehr schwer ausbezahlen. Das sind alles diese institutionellen Anleger. Die bilden die Weltfinanzmärkte. Wenn diese Finanzmärkte keine Staatsanleihen mehr kaufen, wir haben ja Deutschland. Deutschland hat eine Staatsverschuldung. Ja, nur man weiß langsam. Es nicht genau. Ja, doch, ich weiß es ganz genau. Wir müssen jedes Jahr, um unsere laufenden Verbindlichkeiten zu bedienen, wir haben ja eine Staatsverschuldung, Bund, Länder, Kommunen zusammen von etwa 2.000 Milliarden Euro. Ja. Die haben natürlich, die müssen, da werden immer welche fällig. Dann müssen wir neue aufnehmen, um das zu refinanzieren. Wir haben ja eine Bundesschuldenagentur. Die müssen aber jedes Jahr, sagen wir mal als Größenordnung, 250 bis 300 Milliarden Anleihen auf den Märkten verkaufen. Die muss jemand kaufen. Sie und ich haben nicht so viel Geld, die zu kaufen. Das sind die Finanzmärkte. Wenn ein Tag die nicht mehr gekauft werden, dann haben wir plötzlich das System, dass dann ein Prozess eintritt und dann bricht das alles zusammen. Deswegen sind das nicht irgendwelche reichen Leute irgendwo, sondern das ist, die Weltwirtschaft funktioniert mit diesen globalen Finanzmärkten. Ja, aber meine Frage war eine andere. Wenn eine Bank in einem unserer Krisenländer in Schieflage gerät, ja, also weiß der Himmel, in Irland zum Beispiel seinerzeit die Anglo-Irish oder jetzt in Spanien die Bankia. Ja, oder die WestLB in Deutschland. Und dann heißt es, die müssen wir aber jetzt retten, weil wenn wir die insolvent gehen lassen, dann bricht das System. Ja. Das kann gut sein. Ja. Ich glaube, das kann gut sein. Nur ich frage mich dann immer, warum bleibt es geheim, wer dann die Begünstigten davon sind? Also warum veröffentlicht man nicht eine Liste derer, die da die Gläubiger sind und die dann freigekauft werden, unter Inkaufnahme des Moral Hazard, wie Sie gesagt haben, damit man über diese Frage, ist denn dieses Institut wirklich systemrelevant, damit man darüber eine informierte Debatte führen kann? Ich glaube, Sie haben eine etwas naive Vorstellung, wie die Bilanz einer Bank aussieht. Ich glaube nicht. Ich habe mich damit sehr intensiv beschäftigt, glauben Sie mir. Die sind sehr miteinander verflochten. Und wenn die eine Bank nicht mehr zahlungsfähig ist, dann löst es sofort die Zweifel aus, ob die nächste Bank noch zahlungsfähig ist, weil die möglicherweise ein Guthaben bei der anderen Bank hat. Und so steckt die eine Bank die andere an. Und deswegen ist dieses Finanzsystem, muss davor bewahrt werden, dass sie durch den Zusammenbruch eines Instituts der gesamte Bereich zusammenbricht. Aber ich frage mich, ob und deswegen das rettet man stimmt. Deswegen rettet man die Zahlungsfähigkeit der einzelnen Institute. Yes, wir haben ja dafür Vorsorge getroffen, indem wir beispielsweise vorgeschrieben haben, dass die Finanzinstitute alle, also nicht nur die Banken, auch andere, in einem stärkeren Maße Kapital halten müssen. Dass wir also nicht mit wenig Eigenkapital unheimlich viel Kredite auskehren müssen, weil dann automatisch, zwar ist dann zunächst die Gewinnchance größer, aber hinterher ist auch das Risiko größer. Das ist das, was man Leveraging nennt. Und deswegen hat man in Basel III, weil das kann man ja nicht nur für die nationalen Banken machen, die Finanzmärkte sind global verflochten. Wir als Kunden können bei unserer örtlichen Sparkasse oder Volksbank sagen, nee, ich möchte lieber den Kredit in Dollar oder in Yen oder ich möchte mein Geld in Brasilien anlegen. Das geht heute alles mit Knopfdruck. Deswegen brauchen wir globale Regelungen. Wenn unsere Banken schlechtere Wettbewerbsbedingungen haben als andere, dann scheiden, fallen sie aus dem Markt aus, dann ist auch nichts geregelt. Deswegen hat man in Basel III Regelungen verabredet, die wir gerade in europäisches Recht umsetzen, wonach alle Banken verpflichtet sind, genügend Kapital zu halten, um eben weniger risikoanfällig zu sein. Das ist der wichtigste Schritt, um diese Gefahr für die Zukunft zu vermindern. Aber dieses bisherige Verfahren, dass wenn man große Banken hat, die dann in Schieflage geraten, das hat in Irland zum Beispiel dazu geführt, dass der Staat dort mehr als 70 Milliarden Euro zusätzlicher Schulden gemacht hat, ja, um damit die ausländischen Gläubiger einiger größenwahnsinniger Banker auszuzahlen. Ja? Und jetzt fragen sich viele irische Bürger, warum sie eigentlich mit Kürzungen bei der Gesundheitsversorgung oder der Ausbildung ihrer Kinder dafür bezahlen müssen. Ja. War es nicht ein Fehler, alle Bankschulden dem irischen Staat zu überschreiben? Ein irischer Ökonom hat gesagt, die Deutschen haben auch eine Immobilienblase gehabt, aber sie hatten sie nicht zu Hause, sondern in Irland. Ja gut, das ist die alte,
die alte Methode, jeder sucht die Fehler bei anderen. Die Iren haben natürlich ganz bewusst mit niederen Steuern und mit einer geringen Aufsicht, die Iren haben sehr bewusst ihre Banken weniger streng beaufsichtigt als die deutschen ihre Banken. Und deswegen sind die Banken überall, wenn sie Geld verdienen wollen, auch deutsche Banken. Mhm. HRE zum Beispiel ist ja so ein Begriff. Ja, ja. Andere Landesbanken habe ich schon genannt, sind alle haben ihre Geschäfte. Die einstmals deutsche Pfandbriefanstalt, das war der Inbegriff an Solidität. Dann sind sie nach Irland gegangen, weil dort weniger Steuern zu bezahlen waren. In der Globalisierung geht das, die Aufsicht war nicht sehr so streng. Die Iren haben das alles angelockt mit niederen Steuern und geringerer Aufsicht, weil das war zunächst mal für die irische Volkswirtschaft ganz profitabel. Ja. Und wenn dann das Bankensystem in einem Land zusammenbricht, dann ist der Staat, entweder ist dann der Staat zahlungsunfähig, dann hat er Riesenprobleme, seine Bürger verarmen total. Oder er muss es irgendwo so mühsam retten. Für Irland war das sehr schwierig, sehr hart. Island war eine ähnliche Situation. Die Schweiz, man glaubt es kaum, war in einer kritischen Situation in ihrem Bankplan. Hat der Schweizer Staat die Banken verstaatlicht und hat es übernommen und hat dann hinterher sie wieder verkauft. Dann ging es ganz gut. Also der Staat steckt natürlich immer hinter einer Bank, im Guten und im Bösen. In Irland, die Summe ist so ungeheuerlich. Ja, klar. Ja? Also wenn man die irische Summe, wenn man das auf die deutsche Volkswirtschaft übertragen würde, dann wären das 1000 Milliarden, das wäre eine Billion. Aber das kann ich jetzt nicht der deutschen Bundesregierung vorwerfen, sondern das hat Irland gemacht. Irland hat da günstige Bedingungen für Geschäfte angeboten, alle sind hinterhergerannt, so wie alle sich bei den amerikanischen günstigen Krediten, den sogenannten Subprime-Krediten, versucht haben, mit günstige Anlagen zu machen und hinterher haben sie ihr Geld verloren. Denn das ist ja klar, je riskanter, desto höher der Zins. Aber die Ursache in Irland hat Irland gesetzt. Nicht Luxemburg, nicht Frankreich, nicht Deutschland, sondern Irland. Und davon haben sie eine Zeit lang profitiert und dann trägt das ganze Volk die Folgen einer falschen Politik. Sie haben vorher auch ein Stück weit davon profitiert. Die Iren wissen das. Es gibt immer Ökonomen, die dummes Zeug reden. Es gibt auch Nicht-Ökonomen, die dummes Zeug reden. Das ist wahr. Aber jetzt sagte kürzlich sogar der stellvertretende Finanzminister Irlands, mit dem wir auch gesprochen haben, die Schuldenlast sei jetzt so groß, sie übersteige eigentlich Irlands wirtschaftliche Kraft. Und auch viele Ökonomen warnten, Irland werde früher oder später dann doch nicht mehr zahlen können. Müsste man die Warnung nicht ernst nehmen und jetzt einen Teil der Schulden erlassen, damit Irland neu starten kann? Also schauen Sie, Irland hat ein Hilfsprogramm. Und Irland ist das Musterbeispiel, dass unsere europäische Politik zur Stabilisierung des Euros funktioniert. Irland ist inzwischen schon wieder dabei, an den Finanzmärkten Vertrauen zu finden. Irland verkauft wieder Staatsanleihen. Und ich meine, wenn Irland eine große Dummheit begehen will, dann macht Irland jetzt, dass es den Finanzmärkten sagt, nee, man kann uns doch nicht trauen, wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Dann werden sie wieder kein Geld auf den Finanzmärkten bekommen und dann werden sie dann eine schwierige Lage. Irland hat einen schweren Weg hinter sich, überhaupt keine Frage. Und die irischen Bürgerinnen und Bürger haben auch schwer unter den Folgen einer falschen Politik zu leiden gehabt. Auch das ist keine Frage. Aber sie sind auf einem guten Weg. Und ich weiß nicht, was das für ein stellvertretender Finanzminister ist und was er gemeint hat. Ich nehme an, er hat das Richtige gesagt und das Richtige gemeint. Aber ich kann nur aus meiner Sicht der Dinge sagen, Irland ist auf dem richtigen Weg, hat große Erfolge und verdient Vertrauen, aber es sollte das Vertrauen nicht selber zerstören. Zurück zum Ausgangsthema. Die Kredite des EFSF und des ESM künftig sind ja mit harten Bedingungen verknüpft. Warum könnte es nicht auch zur Bedingung gemacht werden, dass die internationalen Gläubiger der überschuldeten Banken an den Verlusten beteiligt werden müssen, um die Belastung für die Steuerzahler so niedrig wie möglich zu halten? Wir haben bei Griechenland nach langen, schweren Diskussionen, und ich war einer derjenigen, der am meisten darauf gedrängt hat, einen Schuldenschnitt der privaten Gläubiger von 53,5% Ende vergangenen Jahres erreichen. Viele in der ganzen Welt haben uns gesagt, das sei eine ganz unverantwortliche Maßnahme, denn nie würde jemand noch einmal Griechenland Geld leihen, wenn man das nicht bekommt. Wir haben gesagt, das muss aber trotzdem sein, bei Griechenland geht es nicht anders. Aber wenn irgend möglich, muss man das vermeiden, weil man beim nächsten Mal, wissen Sie, wenn Sie jemand Geld leihen, und der zahlt es nicht zurück und er kommt dann einige Zeit wieder und sagt, ich bräuchte aber dringend wieder Geld. Dann sagen sie, du, wer einmal reinfallen, lang reicht. Und deswegen kann das nur die Ausnahme sein. Das Argument verstehe ich gut, bezogen auf Griechenland. Griechenland war aber auch ein Staat. Ich rede ja von den Gläubigern privater Banken. Man könnte doch, also ich meine, eigentlich ist das ja in der Marktwirtschaft sogar die Regel, dass man, anstatt dass die ausstehenden Anleihen und Schuldverschreibungen der überschuldeten Banken auszahlt,
Man könnte doch die Gläubiger dazu drängen, einen Teil der Kredite abzuschreiben und den Rest in Gesellschaftsanteile zu verwandeln. Also die Ökonomen sagen dann ein Bail-in anstatt eines Bail-out. Das machen wir ja auch. Warum geschieht das nicht? Doch, das geschieht in einer Reihe von Ländern. Das haben wir auch in Deutschland teilweise. Die Regeln machen die einzelnen Länder, denn noch ist die Restrukturierung von Banken Sache der nationalen Aufsichtsbehörden. Wir sind dabei, einen europäischen Restrukturierungsgesetzgebung zu schaffen. Noch ist es europäisch. Wir verlangen in Deutschland natürlich auch Beiträge der Eigentümer und der Gläubiger. Ganz klar bei Restrukturierung. Der Aktionäre ja, aber der Gläubiger bisher nicht. Ja, das gibt da Unterschiede. Es gibt ja vor allen Dingen die Hybridformen von Kapital. Ja, klar. Ich rede jetzt von den ganz normalen, Entschuldigung, ich kenne nur den englischen Term, Senior Unsecured Creditors. Wenn Sie den ganz normalen Gläubiger beteiligen, gehen Sie das Risiko ein, dass Sie das Vertrauen der ganz normalen Gläubiger in die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems insgesamt gefährden. Deswegen haben wir Einlagensicherungssysteme, jedenfalls in Deutschland. Jetzt sollen ja in Europa Regeln für Einlagensicherungssysteme in allen Mitgliedstaaten geschaffen werden. Ist das Sinn, dass der normale Sparer vertrauen kann, wenn ich mein Geld zur Bank oder zur Sparkasse bringe, dann werde ich mein Geld da nicht verlieren. Denn selbst wenn die Sparkasse oder die Bank pleite machen würde, sind meine Einlagen bis zu einem bestimmten Betrag gesichert. In Deutschland ist das, glaube ich, im Zweifel 100.000 Euro oder so. Sie werden sich vielleicht auch erinnern, auf dem Höhepunkt der Finanz- und Bankenkrise, genannt Lehman Brothers, hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit meinem Amtsvorgänger Herrn Steinbrück an einem Sonntagnachmittag im Fernsehen gesagt: Liebe deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie können sicher sein, Ihre Spareinlagen, Ihre Bankeinlagen sind nicht gefährdet. Wir garantieren Ihnen, dass Sie sicher bleiben. Frau Merkel und Herr Steinbrück hatten nicht so viel Geld, um alle Bankeinlagen persönlich garantieren zu können. Aber sie haben das richtigerweise getan, weil sonst genau diese Massenhysterie gedroht hätte, die in den Ende der 20er Jahre im vergangenen Jahrhundert die Weltwirtschaft an den Abgrund gebracht hat. Und das hat man klugerweise bei der Lehman Brothers Krise vermieden. Und jetzt versuchen wir unser System krisenresistenter zu machen, damit wir gar nicht mehr in eine so gefährliche Lage wie bei Lehman Brothers kommen. Ja, aber aus der Sicht, ich sage jetzt mal, der spanischen Bürger, mit denen wir gesprochen haben, sieht das so aus, die Schulden ihrer überschuldeten Cajas und der Zusammenschlüsse dieser Bankia werden von privaten Gläubigern auf den Staat übertragen und dafür müssen sie dann, die normalen Bürger, müssen bluten. Also zum Beispiel einer sagte uns, für uns sieht es so aus, als ob Deutschland und Frankreich eigentlich nur die Interessen der Gläubiger aus ihren Ländern knallhart durchsetzen. Das ist immer dasselbe. In jedem Land gibt es genügend Politiker und Journalisten und sonstige Leute, die den Menschen nicht die Wahrheit sagen. Die spanischen Bürger leiden darunter, dass Spanien, wenn wir jetzt die Cajas nehmen, einen Boom im Grundstückssektor hatte, einen Bauboom. Wenn Sie durch Spanien fahren, können Sie die Bauruinen sehen, die da leer stehen. Deswegen hat Spanien ein paar Jahre lang eine sehr gute Entwicklung am Arbeitsmarkt gehabt und in der Wirtschaft auch. Und irgendwann hat sich herausgestellt, es war eine Blase. Wenn Sie nämlich zu viel in zu kurzer Zeit, das droht uns ja schon wieder, die nächste Immobilienblase. Und dann haben zu viele, insbesondere Cajas, also Sparkassen, regionale Sparkassen, zu viele Kredite für Bauzwecke ausgeliehen. Und wenn eine Bank oder Sparkasse einen Schuldner hat, der ausfällt, weil er nicht zurückziehen kann, wenn die Bau eingestellt wird, dann fällt der Schuldner aus, ist das kein Problem. Aber wenn eben viele Schuldner einer Bank ausfallen, ist sie nicht mehr zahlungsfähig. Wenn sie nicht mehr zahlungsfähig ist, sind auch die Einlagen des normalen Spaniers, der vielleicht ein paar hundert Euro auf dem Sparbuch bei dieser Karre hat, die sind dann auch weg, weil die Bank nicht mehr zahlungsfähig ist. Und das versteht er dann gar nicht. Und dann reden ihm die Leute ein, das sei jetzt nur wegen Deutschland und Frankreich, das ist unverantwortlich. Nicht nur wegen Deutschland, aber auch mit Deutschland. Also wir haben zum Beispiel mit einem früheren Manager der Caja Madrid gesprochen, der erzählte, er wurde dann nach München und nach Düsseldorf geschickt, um Geld einzusammeln, um diese Immobilienkredite zu refinanzieren. Und er sagte, das Geld kam von allen Seiten. Wir kriegten das Geld so billig und wir haben dann am Ende jedes Projekt genehmigt. Aber wir haben ihn nicht mit Waffengewalt nach Deutschland geholt, um ihm das Geld aufgezogen. Nee, das nicht. Sondern er ist gekommen, um zu werben. Verstehen Sie, mir gehen die Diskussionen manchmal ein bisschen
auf den Geist. Jeder macht Fehler. Wir haben auch Fehler gemacht in Deutschland. Wir haben auch mit unseren Problemen zu tun. Aber ich kann es unter gar überhaupt nicht leiden, wenn ständig immer überall gesagt wird, die anderen sind schuld. Es soll doch jeder sein eigenes Problem lösen. Wir in Deutschland reduzieren unsere zu hohe Verschuldung. Mhm. Wir in Deutschland sorgen dafür, dass wir eine einigermaßen vernünftige wirtschaftliche Entwicklung haben. Ich muss viele innenpolitische Debatten aushalten, ob wir nicht schneller sparen können. Dann würde der Rest Europas über uns herfallen. Wir würden die Wirtschaft in Europa zu zerstören. Ja, ja, sicher. Ja. Aber ich mache ja mein Ding und ich sage nicht, an unseren Problemen sind die Italiener, die Griechen, die Franzosen oder sonst wer schuld. Aber ich will auch nicht, dass in Spanien die Leute den spanischen Menschen sagen, an ihren Problemen seien andere schuld. Jeder hat sein eigenes Tür. Ich bin in Freiburg, ist eine wunderbare Stadt, geboren. Da war früher an der Müllabfuhr ein Satz, der stammt übrigens von Goethe, war einer der ganz großen Deutschen. Der heißt ganz einfach, ein jeder kehr vor seiner Tür und sauber ist das Stadtquartier. Wir neigen alle dazu, immer nur die Fehler bei anderen zu suchen. Das gibt es übrigens auch in der Bibel. Mhm. Es gibt das Gleichnis vom Splitter und vom Balken. Im Auge des anderen sieht man den Splitter, aber den Balken im eigenen Auge sieht man nicht. Und genau so ist die Eurokrise entstanden. Kürzlich hat aber sogar EZB-Präsident Mario Draghi bei einer Sitzung des Ministerrats die Position vertreten, die ungesicherten Gläubiger überschuldeter Banken sollten Verluste tragen. Warum wird das Prinzip jetzt in Spanien nicht angewandt, jetzt wo es aktuell ist? Erstens einmal sind die Sitzungen des Ministerrats vertraulich, sodass ich nicht weiß, was Mario Draghi dort gesagt hat. Zweitens werden die spanischen Banken nach spanischem Recht und durch die spanische Behörde restrukturiert. Und das wird vereinbart, verhandelt mit der sogenannten Troika. Genau. In dieser Troika ist die Bundesregierung nicht unmittelbar vertreten, aber die EZB. Insofern wird Herr Draghi schon wissen, was in Spanien zu geschehen hat. Und er kann es einbringen als EZB-Präsident in die Troika. Die müssen nämlich im Zuge der spanischen Bankenkapitalisierung das gerade lösen. Bin ganz sicher, er braucht meine Hilfe nicht. Aber auch die Bundesregierung kann ihre Vorstellungen in die Troika einbringen. Wir bringen unsere Vorstellungen in die Troika ein, aber natürlich nur mittelbar. Die Troika besteht aus dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und der EU-Kommission. Und die Troika muss berichten und über diesen Bericht entscheiden dann die Eurogruppe, das sind die Finanzminister und vielleicht die Staats- und Regierungschefs. Und die müssen einstimmig entscheiden. Und insofern muss man natürlich schon auch hören, was auch der deutsche Finanzminister sagt. Er ist einer von 17, nicht der kleinste, also von Gestalt her, sondern von der Volkswirtschaft her. Wir geben uns Mühe, wir wissen um unsere Verantwortung als relativ große Volkswirtschaft. Wir wissen im Übrigen, dass wir am meisten Vorteile aus der gemeinsamen Währung und der europäischen Integration haben. Deswegen haben wir auch eine große Verantwortung, der versuchen wir nach besten Kräften gerecht zu werden. Aber auch wir machen Fehler. Nur, wir sind nicht für alle Fehler in Europa zuständig. Und wenn jeder sich um seine Fehler kümmert, ich mich um meine und andere um ihre, dann wird es noch besser in Europa. Aber die Kriterien, nach denen die Troika-Vertreter entscheiden und handeln, unterliegen keiner direkten parlamentarischen Kontrolle. Mit Demokratie hat das ja eigentlich nicht mehr viel zu tun, was diese Troika tut, oder? Na, die Troika ist ja von den Regierungen der Mitgliedstaaten der gemeinsamen europäischen Währung gebeten worden. Wir müssen ja immer wieder auch mit dem Internationalen Währungsfonds darüber reden, ob sie es auch weitermachen. Wir haben ja bewusst gesagt, es muss das, was für Länder die Programme benötigen, wie Irland, Portugal, Griechenland, Spanien, nur für die Bankenrekapitalisierung, da wollen wir nicht, dass die Regierungen das selber verhandeln. Und wir vertrauen das den Institutionen an, die die meiste Sachverstand, die meiste Erfahrung, die meiste Faktenkenntnis haben. Also die Europäische Kommission, die wird ja wohl vom Europäischen Parlament ein Stück weit kontrolliert. Oder was machen eigentlich die Europaparlamentarier? Die sind da wohl dazu da, die Europäische Kommission zu kontrollieren. Also so wie uns ich, gegenüber haben sich ja, das Vertreter weiß ich verschiedener schon. Fraktionen ja, darüber beschwert, das dass sie über das, was die Troika in den Programmländern tut, nicht abstimmen dürfen. Das ist klar. Der Deutsche Bundestag stimmt auch nicht darüber ab, was die Troika tut. Ich werde trotzdem vom Deutschen Bundestag als deutscher Minister kontrolliert. Und die Europaparlamentarier haben schon eine gewisse Beziehung zu der Europäischen Kommission. Dann ist es die Europäische Zentralbank, die ist bewusst ganz unabhängig. Mhm.
Die wollen viele gern kontrollieren, aber dann wäre sie nicht mehr unabhängig und dann wäre es um unsere, die Stabilität unseres Geldes getan. Und dann ist es der Internationale Währungsfonds, der wird in der Tat, der hat die meiste Erfahrung damit und auch das größte Ansehen in der Welt. Und die drei sollen nun das, was wirtschaftlich richtig ist, machen. Entscheidend darüber tun anschließend die Mitgliedstaaten der Eurozone. Und die müssen alle ihre Genehmigung in ihrem Parlament ihre Genehmigung haben. Ich kann überhaupt nichts in der Eurozone entscheiden, was nicht zuvor der Deutsche Bundestag genehmigt hat, weil es nämlich die Mittel des deutschen Steuerzahlers sind. Das ist das deutsche Haushaltsrecht. Und darüber entscheidet das deutsche Parlament, nicht die Europaparlamentarier. Die würden gerne darüber entscheiden. Aber das Haushaltsrecht ist nun mal beim... Dafür haben die Deutschen, die Bürgerinnen und Bürger, soweit sie volljährig und wahlberechtigt sind in Deutschland, den Deutschen Bundestag gewählt. Der hat das Haushaltsrecht und dessen Geld, darüber wird entschieden und darüber entscheidet der Deutsche Bundestag. Ja, aber die finanziellen Verpflichtungen und Risiken sind das eine und die müssen in den nationalen Parlamenten entschieden werden. Richtig. Das ist ja logisch, weil die Steuern werden auch national erhoben. Richtig. Aber die Bedingungen und die Forderungen, die die Troika in den Programmländern stellt, das ist ja eine ganz andere Ebene. Und darüber könnten doch eigentlich schon, wenn ich das Europaparlament mitbestimmen. Also gerade auch über die Frage, die wir vorher diskutiert haben, die Troika könnte zum Beispiel in Spanien die Forderung stellen, die ungesicherten Gläubiger der Bankia, immerhin 27 Milliarden Euro, sollen einen Teil zur Sanierung beitragen und kriegen dafür Gesellschaftsanteile. Aber die Forderung könnte die Troika stellen. Ja, das könnte sein. Aber die Parlamente der Mitgliedstaaten, die Mittel dafür zur Verfügung stellen, haben nun mal gesagt, dass sie gerne möchten, dass die Troika unabhängig mit ökonomischem Verstand diese Bedingungen so formuliert, dass die Parlamente dann, die Entscheidungen fallen ja immer schwer, sie fallen nicht nur in Deutschland, dass sie dann auch bereit sind, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Im Übrigen ist es, wenn ich das richtig in den Zeitungen gelesen habe, der deutsche Finanzminister gewesen, der vorgeschlagen hat, man soll dem Europäischen Parlament eine stärkere Rolle geben in diesen Fragen. Da gibt es aber ein Problem und da muss das Europäische Parlament sich erst einmal klar werden. Bisher hat das Europäische Parlament immer gesagt, ja, wir sind ein Parlament, wir entscheiden nur als ganzes Parlament. Die Vorstellung, dass Parlamentarier in Ländern gewählt, die nicht zur Eurozone gehören, über Entscheidungen der Eurozone treffen, ist natürlich auch nicht so richtig demokratisch. Deswegen habe ich ja vorgeschlagen, das Parlament sollte vielleicht sich darüber verständigen, dass bei Fragen, die nicht alle 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union betreffen, die Abgeordneten aus den Ländern nur entscheiden können, die auch betroffen sind. Weil andernfalls würde es nämlich mit der demokratischen Legitimation auch schlecht sein. Wissen Sie, wenn die britischen Abgeordneten, darüber entscheiden könnten, was die Troika zu tun hat, wo Großbritannien nicht dem Euro angehört, das würden die deutschen Steuerzahler nicht respektieren wollen. Nochmal zum Anfang. Die öffentlichen Debatten in Deutschland und in den anderen Euro-Staaten suggeriert häufig den Bürgern, sie müssten jetzt die Risiken für schlechte Regierungen übernehmen. Das ist ja, wenn man so will, der Stammtisch-Talk bei uns. Und das nährt häufig so nationale Ressentiments, die am Ende vielleicht sogar die ganze Eurozone sprengen könnten. Müssten die Regierungen und nicht vielleicht auch die Bundesregierung viel offensiver darüber aufklären, dass es auch um unser eigenes Geld geht, was in den Krisenländern im Feuer steht? Wenn Sie in unserem Gespräch einigermaßen verfolgt haben, was ich zu sagen versucht habe, war es exakt dieses. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Regierungen es nicht ganz leicht haben, weil die Journalisten genau dies nicht hören wollen, sondern irgendwas anderes. Ich habe genau dieses gesagt und deswegen kann ich mich nur wiederholen. Okay, herzlichen Dank. Bitte gerne.